So, ich sehe, du hast dich für die Hippies entschieden. Ach, nicht gerade die schlechteste Wahl. Ja, ja, erst recht, weil die Hippies sich da, ja, sich alles Gute auspicken. Gut, und zwar meine ich damit, das wirst du gleich sehen, das wirst du gleich sehen. Auch wenn wir jetzt hier gerade wieder mal nichts sehen, ja. Ich hüpfe jetzt bloß mal eben ins neue Lager, damit wir mal die Nacht überspringen und wir mal ein bisschen was sehen. Eieieiei. Jetzt hoffen wir mal, dass der Melters das hier wieder geschickt hinbekommt. Dann gehen wir nämlich mal in Lefties Hütte, beziehungsweise in die von dem Reichslord. Pupskomoche, und dann werden wir da mal ordentlich wegkratzen und diese hässliche Nacht überspringen. So. So, jetzt geht's weiter. La, 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 la. Und das, was ich ansprechen wollte mit dem... Das, hey du! Hey du! Raus hier! Raus hier! Dass sich die, die Sumpfler, ja, die Sumpfler, so möchte ich sie mal bezeichnen, dass die Sumpfler sich nur das Beste rauspicken, das ist nämlich jetzt hier schon der Fall. Wir haben ja jetzt die, diese Liste bekommen, mit den, was das alte Lager anfordert. Jetzt werden wir aber frecherweise dennoch hier zu Laris gehen und sagen, Adler Laris, was geht, Adler, was geht? Aufnahme neues Lager, Aufnahme Sumpflager, verschwundener Gardist. Prüfung des Vertrauens, Aufnahme altes Lager, okay. Der verschwundene Gardist im Questblock, der ist ja hier ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen verbuggt, weil wir ja gleich zu dem Gardisten hingelaufen sind. Erstmal abwarten, es wird nicht so. Weil wir ihn ja gleich gefunden haben. Und jetzt hatten wir jedoch mit irgendjemandem gesprochen gehabt, der uns nochmal den weiteren Tipp gegeben hat, obwohl wir ihn gar nicht mehr gebraucht haben. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Du schon wieder. Ja, komm hier, ich hab was. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ian hat sie mir gegeben. Ja. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Taurus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Taurus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Ja, okay. Dann hoffen wir mal, dass Laris eine schöne Handschrift hat oder eine ähnliche wie Ian. Ach man, jetzt säuft er auch noch. Ey, Laris, komm. Pack das Ding weg. Hier. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Na, guck doch drauf. Du bist mir schon einer. Das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Ja, ja, und? Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sagen uns alles ein. Ja. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Genau. Jetzt gehen wir nämlich in das werte alte Lager. Werden da die Liste abgeben. Die Prüfung des Vertrauens somit bestehen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und nämlich, Diego, ist es ja scheißegal, was da auf dieser Liste steht. Jetzt machen wir mal hier. Immer wieder diese. Man darf auch nicht alles glauben. Trank der Schnelligkeit. Oder mit anderen Worten, Wiese flink. Dann geht das nämlich ja mal ein bisschen fixer. Okay. Wir haben die Liste. Wir haben sie. Und. Gequatscht wird viel. So, jetzt weiß ich, ich kann das nicht so richtig zuordnen. Sind wir mit dem Springen schneller oder mit dem Rennen? Gehen wir mal vom Rennen aus. 2 Minuten Sprint. Ist ja auch geil. So, auf alle Fälle werden wir jetzt hier diese zwei Lager ausstechen miteinander. Also die vom neuen Lager,
dass wir immer schon die IP mit absahen, deswegen... Wow, das hat jetzt hier gerade mal kurz geleckt. Jetzt sahen wir nämlich zumindest immer schön die EP ab. Wir hatten ja schon 250 EP bekommen gehabt. Dafür, dass wir eben die Liste gegeben haben, den werten Laris. Und dass der da mit seiner schönen Handschrift da ein bisschen was ergänzen konnte. So, sind wir mal gespannt. Hup. Gut, weiter. Na. Diego, wo bist du nur? Hoffentlich steht er weiterhin da, wo er sonst noch mal war. Naja, da ist er ja. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Diego, wir haben die Liste. Ich hab die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Gut, jetzt fragen wir aber nicht, wie... Mach's gut. Wie sieht's aus? Können wir bei euch mitmachen? Nein, das machen wir nicht. Jetzt rennen wir aber... Flinkerweise rennen wir jetzt einfach in das alte Lager. In das neue Lager. So. Komm. So. Und hoffen mal darauf, dass uns Laris ja noch ein bisschen was an EP gibt. Denn jetzt hatten wir schon allein für diese Aktion 1000 EP zusammen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir nochmal was bekommen. Wenn ja, dann haben wir hier richtig schön gemolken an EP. Und dann müssen wir bloß noch ins Sumpflager gehen und sagen, ja, wir möchten jetzt einer von euch werden. Und dann bekommen wir von Korkalom oder so die Robe. Von oben zum Typen. Von dem Guru müssten wir ja was bekommen. Und dann können wir schon in die Ränge der Tempel aufgenommen werden. Oder halt, beziehungsweise erstmal in die Ränge der Novizen. Und dann können wir richtig gechillt den ganzen Tag voll Kanne abchillen. Yay! Den ganzen Tag Gras rauchen. Ja, so muss das sein. Sind wir mal gespannt, ob der Lebensunterhalt eines Gurus, möchten wir das so bezeichnen, ob das wirklich so einfach ist. Stimmt. So, jetzt aber. Flinke Füße. So. Okay, jetzt haben wir bloß noch diese drei Aufträge sozusagen. Um sich einem Lager anzuschließen. Hup. Oh, das wird dann interessant. Früher wäre das ganz an. War nicht besonders schlau. Weil das Sumpflager, das ist ja dann hier so ein Kampfmagier-Ding. Sind wir mal gespannt, wie das dann sein wird. Laris? Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Okay. So, den fragen wir auch nicht, ob das reicht, jetzt endlich der Bande beizutreten, weil kann es ja egal sein. Wir wollen Kiffer werden. So. Okay, Gorn, wo bist du? Du kleiner Lümmel. Da ist er. Der dicken Bartaxt. Gorn. Lippen von der Flasche. Aber behalt's für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Laris. Warum hast du sonst so viel von dem Zeug?
Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fischzug kommt. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Okay. Bis später. Gut, Gorn. Drück mal mein Auge zu. Okay. Ja, jetzt dürfen wir den ganzen weiten Weg noch bis ins Sumpflager hüpfen. Oder rennen, alternativ. Oder haben wir jetzt hier schon irgendwas... Schnellreise oder so ein Mist? Nee, haben wir gar nichts. Wir sind echt arm dran. Gut, okay. Dann eben nicht. So. Dann springen wir mal hier weiter durch die Ebenen. Und hoffen mal darauf, dass uns die Bruderschaft aufnimmt. Wir nennen sie jetzt nur noch liebevoll die Bruderschaft, nicht mehr Sekte, ja, weil wir sind ein Teil dieser Bruderschaft. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Wie friedlich doch die Kolonie ist, wenn man alles getötet hat. Wenn nicht dauernd irgendwelche Blutfliegen rumfliegen oder sonst was. Aber ich kann euch gleich mal sagen, im nächsten Kapitel, das wird sich dann nicht so ziehen, oder besser gesagt, die nächsten Kapitel werden sich nicht so ziehen, denn wir werden dann auch nicht wirklich die ganze Karte nochmal ablaufen und wirklich alle Monster töten, die dann wieder neu gespawnt sind. Nein, das werden wir dann, wir werden das, was sich so ergibt, werden wir töten, aber wir werden nicht die gesamte Karte nochmal ablaufen, denn das finde ich auch ein bisschen albern. Das ist bloß fürs erste Kapitel, kann ich so raten. Also kann ich euch raten, solltet ihr das Spiel auch spielen, fürs erste Kapitel, weil da dann wirklich Gegnerhorden sind und man dann somit sehr viel weil man da sehr viel EP damit generieren kann. Wir haben nämlich jetzt unter anderem 116 Lernpunkte über, die wir dann auch gleich locker flocke schön investieren werden. So. Und wir werden dann eigentlich nur die Hauptquest weiterverfolgen und dann halt nebensträngig, also noch so eine die ganzen Nebenquests, die dann sich noch ergeben. Aber wir haben ja schon zum Großteil die Nebenquests hier schon mit abgegrast gehabt. Um das schon mal so vorwegzunehmen. Okay. Wir sind erstmal gespannt, welche Wege uns dann aufgezeigt werden, wenn wir dann im Sumpflager sind. Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, echt. So, ich... Ob wir ein Guru werden? Oder doch nur ein Templer? Was heißt hier nur, doch nur ein Templer? Wir werden es sehen. Wir werden es herausfinden. Wir werden es sehen. Wir werden gespannt sein. So. La 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 la. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Und noch ein letzter Hüpfer und noch einer und noch einer. Jetzt ist bloß die Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle. Zu wem müssen wir hingehen? Müssen wir jetzt zu Kor Kalom gehen? Müssen wir zu welchem Hansel müssen wir gehen, um uns die Robe geben zu lassen? Moment, können wir doch eigentlich mal kurz gucken. Sumpflager. Baltan hält mich für würdig, die Robe eines Novizen zu tragen. Letzter Schaut. Okay. Ja, also da standen gerade bloß diese werten ganzen, die ganzen werten Freunde drinne. Ich gehe mal davon aus, dass Kor Kalom uns die Robe gibt. Zu Iberien kommen wir ja noch nicht. Zu dem Obergu. Der Schläfer möge dich. Ja, dich auch, Lester, dich auch. Gut. Kor Kalom.
Wo stecken sie? Da wollte ich alles glauben.